Bei allerbestem Hartplatzwetter will es der SC Hamm wissen. Die Gastgeber empfangen den Oberligisten aus Dassendorf und sind natürlich krasse Außenseiter im Pokalauftakt hier am Ernst-Fischer-Platz. Dassendorf letztes Jahr Zweiter in der Oberliga, Hamm neu dabei in der Kreisliga. Die Marschroute also klar, die Gastgeber in grün, die Gäste von rechts nach links. Und da wird Schiedsrichter Heppner gleich mal geprüft, aber alles noch dran. Das Spiel kann dann also losgehen und das Spiel geht von Beginn an nur in eine Richtung. Noch ganz, ganz früh in der Partie. Schillington verpasst knapp. Aber dann rollt schon die zweite Angriffswelle der Gäste und dieses Mal rappelt es im Karton. Das 0:1 in der sechsten Spielminute. Kuczynski netzt ein. Und da ist einfach viel zu viel Platz in der Abwehr der Hausherren. Der Zehner bleibt dann cool, die frühe Führung für den Oberligisten, der dann auch einfach so weitermacht. Sova mit einer ansehnlichen Vorlage und Dettmann dann mit dem präzisen Abschluss das 2:0 in der 12. Und das ist einfach exzellent, weil es schön aussieht und weil dieser Abschluss auch präzise ist, genau dahin, wo er hin soll. Reimers im Kasten der Hausherren ohne Chance. Und wir kommen hier kaum zum Luftholen, weil schon der nächste Angriff der Turn- und Sportgemeinschaft rollt. Diesmal Reimers da, verhindert das 0:3. Wirklich exzellente Parade, weil es aus sehr kurzer Distanz ist. Der Abschluss von Kleine natürlich nicht gut genug platziert. Dann mal diese Aktion hier. Die Hausherren versuchen körperlich dagegen zu halten, legen wirklich hier alles rein. Aber der Klassenunterschied ist einfach zu erkennen. Ball kommt rein und da ist das 0:3. Carolos netzt auch nochmal ein. 23. Spielminute. Haben wieder zu weit weg vom Mann. Carolos da mit dem Riecher dieses Tor zu machen. Und auch in der Folge lässt der Oberligist nicht nach. Das ist wieder der Torschütze zum 0:1. Kuczynski. Reimers bleibt diesmal Sieger. Dassendorf ungeschlagen in allen 5 Testspielen. Hamm bleibt weiter rabiat. Doch die Gastgeber finden einfach nicht rein in diese Partie hier, die man auch als Schlammschlacht bezeichnen kann. Der Haarplatz komplett aufgeweicht, aber das macht den Gästen nichts. Nächste gute Aktion, wieder durch die Mitte. Kuczynski steht goldrichtig. Das 0:4 in der 29. Minute. Etwas Glück, dass der Ball davor seine Füße prallt. Der macht das dann gut, weil kaltschnäuzig, aber auch total unsortiert die Abwehr des Kreisligisten, der dann zum Ende der ersten Halbzeit sich mal ein Herz fasst. Adili mit diesem Ball, Paliga kommt nicht ganz ran. Krune im Kasten der Gäste, haben wir auch mal im Bild. Aber das Spiel einfach komplett einseitig. Kleine Nicklichkeiten dann noch, die man sich sparen kann. Die aber halt dann bei so einem Wetter auf dem Hartplatz auch etwas dazugehören. Und kurz vor der Pause, nächster Angriff der Gäste. Doch dann gehen wir schon in die Kabine. 0:4, glasklare Sache. Genauso klar ist, dass ihr KickTV mal abonnieren könnt, um kein Highlight mehr zu verpassen aus dem Amateurfußball. Und dann rollen wir rein in Durchgang 2. Der sehr, sehr starke Sova mal mit einem Distanzschuss. Karl mittlerweile im Kasten bei Hamm. Dann interessante Freistoßvariante und den kann Sova nicht machen. Das 5:0 aus Sicht der Gäste, 69. Spielminute, sehr, sehr agile Leistung vom Mann mit der Nummer 14, der hier einfach richtig steht. Und dann schon wieder der Oberligist. Die Turn- und Sportgemeinschaft lässt nicht locker, trotz der hohen Führung. Karl kann sich hier nochmal auszeichnen.
Natürlich will man weit kommen im Lotto-Pokal. Aus Sicht von Dassendorf. 3 DFB-Pokal-Teilnahmen gab es bisher in der Vereinsgeschichte. Heute wird der erste Schritt gemacht. Das 0:6 dann in der 82. Spielminute. Jetzt sind wir schon tief drin in der Partie. Gelingt den Gastgeber noch der Ehrentreffer. Gute Freistoßposition. Aber Bartels genau in die Mauer. Im Nachschuss passiert dann auch nichts mehr. Und dann ist hier tatsächlich auch Feierabend. Mit 6:0 gewinnt Dassendorf bei Hamm. Zieht hochverdient ein in die nächste Pokalrunde. In der Folge hören wir die Stimme zur Partie. Es war ein hartes Spiel. Ja, die Bedingungen waren ein bisschen schwierig, weil es geregnet hat den ganzen Tag. Grandplatz sind wir auch nicht so gewöhnt dran. Aber ich finde, wir haben es gut angenommen. Die Spieler haben sich auch nicht allzu beschwert. Und ja, wir hatten trotzdem Bock und das Spiel hat auch Spaß gemacht, weil Hamm auch kämpferisch sehr stark war, die wollten. Und ja, kann mich nicht beschweren, war eigentlich ein relativ anspruchsvolles Spiel, weil die in jeden Ball reingesprungen sind. Und ja, freue mich, dass ich ein Tor geschafft habe. Ne? Wir haben, wie man weiß, letztes Jahr sind wir 2. Platz geworden. Ja, dieses Jahr wollen wir Meister werden. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch Bock. Wir sind es eigentlich gewöhnt, immer oben mitzuspielen, Meister zu werden. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir auch sehr gute Chancen, weil wir auch gute Spieler dazu bekommen haben und auch alle dabei sind. Jedes Mal beim Training gibt's eine Kiste, weil alle heiß sind. Der Trainer macht das auch sehr gut, motiviert uns sehr. Ich als junger Spieler hatte es am Anfang schwierig, aber ich wurde von der ganzen Mannschaft und vom Trainerstab und vom Manager, von allen Leuten gepusht, sodass ich immer Gas geben kann. Und ich glaube, das ist bei den Spielern auch allen so. Und beim Lotto-Pokal glaube ich auch, dass wir es sehr weit schaffen.